abgebracht, ein bisschen was gegessen. Gut, die Pizza ist noch nicht komplett aufgegessen, aber schon so weit, dass ich halbwegs satt bin. Ja. Ich weiß noch nicht, wo ich mit der Pizza hin soll. Platz gleich 0. Gut, warte. Wir machen es anders. War auch sehr schlau, dass ich meine Kekse auf den PC gestellt habe, ne? So, warte. Das einmal alles nach da oben. Gut organisieren. Machen wir das? Nein, das machen wir nicht. Wir machen das Licht hier hinten noch aus. Mit der Pizza in die Futterluke. Ja, am liebsten. Aber es muss ja auch ein bisschen weitergehen, deswegen. Nee, muss das Essen gerade mal ein bisschen zurückstecken. Wir nehmen das hier mal. Also, du hast immer noch einen Auftrag für uns. Jemand, der eine Mikrochu-Plage eindämmen kann. Okay. Jo, machen wir. Sucht erledigt. Glückwunsch zu deinem erfolgreichen Jagdausflug. Nun werden die Anolis und Struinen in Frieden lassen, so dass wir unbehelligt den Stimmen der Gebieter lauschen können. Kannst du das Ei zu Tubakamazom am Stummen bringen? Ja, können wir. Jo. So, alles will ich ja auch nicht wieder vorlesen. Was hatten wir denn jetzt hier gekriegt? Das hier, ne? Ja. Sehr schön. Gibt es eigentlich nicht sowas wie optimal oder sowas? Dass man. Ach so, Ausrüstung optimieren. Okay. Wir tragen bereits das Optimale. So, euch müssen wir wieder töten. Wir sind aber bald Stufe 10. Ich glaube nur nicht, dass wir es noch bis Stufe 20 schaffen. Ich glaube, das könnte ein bisschen knapp werden. Es sei denn, ich mache die Nacht durch. Dann könnte es durchaus möglich sein, dass ich es noch schaffe. Nicht wieder überschwemmen. Ich habe es nämlich vorhin geschafft, dass ich einfach mal nicht darauf geachtet habe, wie voll die Tasse bereits ist. Und die Hälfte der Cola ist erstmal auf dem Schreibtisch gelandet. Ich würde sie natürlich machen. Ja, vielleicht. Vielleicht. Eventuell. Zu 100% weiß ich das noch nicht. Also mal gucken. Ich mache noch mal keine Versprechungen. Es kann auch sein, dass ich in einer Stunde todmüde bin. Aber ja. Wir werden es sehen. Hier, meine kleinen Pflänzchen, kommt her. Kommt ran auf den Meter. Oh, also irgendwie ist es doch schon ganz süß. Dieses Whee! Eine süße Sterbemelodie. Aber es wäre halt schon cool, wenn wir den Charakter auf Level 20 bringen würden, oder? Ich meine, der nächste MMO-Streamtag wäre dann ja erst in 2 Wochen. Wenn ich das immer im Wechsel mache jetzt. Naja.
würde ich heute halt gern einiges schaffen. Wobei es mich immer noch ärgert, dass ich nicht auf Shiva spielen konnte. Aber vielleicht... Ich weiß nicht, ob man den Charakter irgendwie... umdingseln kann. So dass man dann mit dem Charakter auf einem anderen Server spielen kann. Ich weiß es nicht. Eigentlich würde ich echt gern auf Shiva spielen. Scheint ja mit der beliebteste Server zu sein. Ja, nee, ich glaube, das wechselt. Allerdings, ich meine, dass man... Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie das mit den freien Gesellschaften ist, aber Dufte zum Beispiel hat ja da, oder mich da in die eine Gesellschaft da quasi eingeladen. Und ich meine, man kann dann halt mit einem anderen Charakter auf gleichen Server ist man dann automatisch in dieser Gruppe mit drin. Und das wäre halt schon echt cool gewesen. Und das ist halt eigentlich auch mein Standard-Server. Deswegen wäre ich da gerne geblieben. Aber die Wahl hatte ich leider nicht. Die wurde mir ja abgenommen. So. Also einmal zum Stummen zurück. Aber wir sind Stufe 10. Das ist schon mal perfekt. So, und wieder einen neuen Bogen. Und diesmal einen langen Bogen. Sehr nice. Den Götter sei Dank. Wir stecken in ernsthaften Schwierigkeiten und ich würde dich gerne um deine Hilfe ersuchen. Bitte hör mich an. Yep. Das muss ich jetzt auf jeden Fall wieder lesen. Also gut. Hör genau zu. Uns bleibt nicht viel Zeit. Südöstlich von hier liegt der sogenannte Geisterkerker. Er wurde bei der großen Katastrophe zur Hälfte zerstört. Da wir in der Obhut des Waldes überlassen wollten, haben sich einige Druiden ins Innere begeben, um ein Rückgaberitual abzuhalten. Allerdings scheint dabei etwas missglückt zu sein. Wir haben soeben erfahren, dass die Druiden und ihre Wachen von einem gewaltigen Schatten angegriffen wurden. Ja, du hast richtig gehört. Ein Schatten. Ich würde ja gerne eine Einheit meiner besten Bogenschützen entsenden, aber die kümmern sich bereits um die Horde Xal, die vor kurzem erst im Westwald aufgetaucht ist. Dieser Zeitpunkt kann kein Zufall sein. Ich vermute, die Xal haben irgendwie Wind von der Sache mit dem Ritual bekommen. Versuchen nun, es zu zerstören. Dadurch versuchen sie, unseren Bund mit den Gebietern zu sabotieren. Der hat auch einen Schatten. Wie kommst du denn darauf? Dieser Plan darf nicht aufgehen. Ich möchte dich bitten, zum Geisterkerker zu gehen, die Situation zu bereinigen. Wirst du uns dabei helfen? Jupp. Ich bin dir überaus dankbar. Ich werde dir jede Unterstützung zukommen lassen, die ich aufbringen kann. Nun, es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, also beeil dich lieber. Ich will mich irgendwie so... Ich meine, das ist immerhin noch besser als ein gewisser Bingo-Boffin. Alles ist besser als Bingo. Naja, du kannst dich ja schon mal glücklich schätzen beim nächsten Mal. Ne? Da sind wir dann wahrscheinlich aus dem Auenland durch. Also mit dem Auenland durch. Aber du wirst dann Bingo Boffin relativ schnell wiedersehen. Und der lungert ja direkt im Bockland.
die Grenze zum alten Wald. Der wartet schon sehnsüchtig auf dich. Wer bist du? Eine Abenteurerin, nicht wahr? Gelfried schickt dich, sagst du. Nofika sei Dank. Du hast sicherlich schon davon gehört, aber mitten im Ritual der Druiden ist ein gewaltiger Schatten aus dem Nichts erschienen und hat sie ohne Vorwarnung angegriffen. Ein großer Teil der Gruppe konnte erfolgreich entkommen, aber 5 von ihnen werden noch immer vermisst. Bitte finde sie und führe sie sicher wieder aus dem Kerker heraus. Toll vom Regen in die Traum. Also sagen wir es mal so. Da du noch kein Pferd hast und das Breland größer ist als das Auenland, werden wir in dem neuen Gebiet doppelt so lange drin stecken. Wie im Auenland. Also du kannst dich schon mal drauf freuen. Das wird doppelt so lange. Aber das siehst du dann ja höchstwahrscheinlich am Sonntag. Das nicht. Ja, es würde schneller gehen, wenn wir auf auf dem Rücken eines Pferdes sitzen würden. Ne? Es würde deutlich schneller gehen. Den Gauner-Imp bitte auch einmal. Dann helfen wir dir einmal. Ja, ja. Geh auf. So, die Mistfliegen brauchen wir nicht. Und da sind wieder ein paar Gauner-Imps. Diese Namen von den Monstern sind echt irgendwie witzig. Gauner-Imps. Aber bisher... Na gut, doch, der Stolperschuss hat halt mit Fesseln, also mit dem... Ach ja, Spruch aus Final Fantasy mit Fesseln zu tun. Gab ja da immer Fessel, dass die Leute sich da nicht mehr bewegen konnten. Das ist jetzt so der einzige bekannte Aktion. Na, was erwartet uns hier? Der Kampf von Spuk im Geisterkerker beginnen. Ja, okay, machen wir. Naja, es wird lustig. Denke ich. Bester Zauber, Wicht. Ach, hör mir auf mit Wicht. Oder Frosch. Oder Schwein. Schwein gab's ja auch. Zündende Stimme der Schöpfung. Erfülle diese Steine mit deiner Seele und erwecke sie in deinem Angesicht zum Leben. Oh oh. Golem. Schwein, oink oink. Oink oink. Oder Frosch. Frosch gab's ja auch noch. Frosch war ja auch noch einer dieser wunderbaren Zauber, die man so oft benutzt hat. Ich würde halt immer gern ausweichen, also so eine Rolle machen wie in den meisten anderen Spielen, wie Witcher oder so. Geht ja aber nicht. Ich bin zu sehr ein Witcher gewöhnt. Aber die Musik im Hintergrund ist echt cool. Weniger Witcher. Ja, aber Witcher ist nun mal so toll. Na gut, bei Witcher sind wir ja ungefähr bei der Hälfte jetzt. Deswegen ist ja die Umfrage gerade.
was danach kommen soll. Welcher Job ist das? Waldläufer. Okay, ja noch. Warte, hier ist er. Na! Da kann ich gleich nachgucken. Ich meine Waldläufer. Dass der Golem besiegt werden konnte. Diese Frau ist keine gewöhnliche Abenteurerin. Verflucht, er ist entkommen. So sieht man sich wieder. Wie geht es dir? Das hätten sie ruhig synchronisieren können. Was machst du? Wär doch still. Noch mehr dieser schrägen Vögel. Wie oft hatten wir das jetzt heute? 7 Mal? Oh Gott. Ihr Vordringen ergibt keinen Sinn für mich. Meinst du, könnte es sein, dass sie eine Primär beschworen wollen? Beschwören wollen? Oh Gott. Ach, der kleine Gries kommt wieder. Ja. Ich hoffe für uns alle, dass du damit daneben liegst. Dennoch müssen wir auf das Schlimmste gefasst sein. Alle verwelkt. Das gleiche Schicksal hat Camp Smaragdmos ereilt. Smaragdmos? Es ist wie Punkt. Ich kann schon nicht mehr lesen. Es ist wie wir befürchtet haben. Was immer Dadamuts Einschlug verursacht hat, beeinflusst das Leben im Wald der Einkehr. Du meinst die Störung im Äther? Es ist sehr wahrscheinlich. Das Kaiserreich hat sich für eine Menge zu verantworten. Wenn das Gleichgewicht gestört ist, versinkt das Land allmählich im Chaos. Genau davor hat Louis Seux gewarnt. Gott, ich weiß nicht, ob ich den Namen überhaupt richtig ausspreche. Es ist dieses Chaos, dem die Primäre entspringen. Wesen, die ansonsten keine Daseinsberechtigung hätten. Die Zeit läuft uns davon, aber es gibt noch immer Hoffnung für dieses Land. Wir müssen uns an diese Hoffnung klammern und bis zuletzt kämpfen. Wird gemacht. Oh, ich habe schon Frosch im Hals. Wow. Verflucht sperrige Apparate. Diese sperrigen Apparate sind das Neueste, was Chalayans Werkstätte hergibt. Sei ein wenig respektvoller. Aber sie sind so hässlich und außerdem verdammt schwer. Wenn du mich fragst, sind sie deutlich besser als deine Maske. Schwer zu glauben, dass bereits 5 Jahre vergangen sind. Schon? 5 Jahre sind lediglich ein Wimpernschlag in der Lebensspanne eines Planeten. Vermutlich hast du recht, der Wald der Einkehr hat sich nur spärlich erholt und die Gredanier stehen immer noch den gleichen Gefahren gegenüber. Und einige neuen. Als ob wir mit dem Ixal und Garuda nicht schon genug zu tun hätten. Müssen wir uns nun auch noch mit den Sylphen und Ramu herumschlagen. Diese tapferen Abenteurer, die vor 5 Jahren an unserer Seite kämpften. In letzter Zeit frage ich mich häufiger, was wohl aus ihnen geworden ist. Ah. Dass sie durch diese Maske überhaupt gucken kann. Ida, sieh nur. Hm? Du meine Güte, und was ist das? Eine weitere Störung im Äther, die sich gerade erst manifestiert hat. In dieser Richtung liegt der Mokri-Sturm. Wir müssen uns beeilen.
Interessant. Vielleicht unter Kopfschmerzen. Chronischen Kopfschmerzen. Geht es dir gut? Deine Augen sahen gerade ganz schön glasig aus. Der Seher ist unverletzt. Ein wenig benommen, aber körperlich und geistig unversehrt. Jedoch sind unsere Sorgen damit nicht vorbei. Du darfst nicht vergessen, dass die Gebieter über dem Wald der Einkehr wachen. Die haben es den jetzigen Bewohnern erlaubt, hier zu leben und sich an den Schätzen des Waldes zu erfreuen. Das schließt den Grund und Boden des Kerkers ein. Da sie keine Verwendung mehr für den Kerker hatten, kamen die Gridanier hierher, um ihn den Gebietern in ritueller Form zurückzugeben. Zeichen ihrer Dankbarkeit. Leider ist das Ritual fehlgeschlagen, wie du dir sicherlich vorstellen kannst. Wenn man den Gebietern nicht den gebührenden Respekt zollt, und zwar in angemessenen Ritualen, werden sie womöglich zornig und schlecht auf die Gridanier zu sprechen sein. Das kann verhängnisvoll sein, in diesen unsicheren Zeiten. Aber du hast mehr als genug getan. Wir werden den Druiden in Sicherheit bringen und seine Kollegen aussenden, um das Ritual zu beenden. Um Gottes Willen. In der Zwischenzeit würdest du dir einen Weg nach draußen bahnen und alles dann Bericht erstatten. Ach, wo sind bloß meine Manieren? Ich heiße Papa Limo und diese taktlose Frau neben mir ist Ida. Papa Limo und ich erforschen zusammen den Wald der Einkehr. Schön, dich kennenzulernen. Ida, würdest du mir mal bitte helfen? Moment, du hast etwas Vertrautes an dir. Könntest du womöglich... Ach, schon gut. Meine Augen spielen mir bestimmt einen Streich. Bis demnächst. Ja. Oh, okay. Das hätten wir. Ach ja, hier drin ist jetzt noch ein Fade. So, ich laufe jetzt hier einfach mal durch, ne? Ich habe gerade keine Lust, gegen die ganzen Gauner-Imps noch mal zu kämpfen. Wahrscheinlich habe ich eh gleich die A-Karte. Oder? Nur mit einem. Und der wirkt bis hier vorne? Ja. Na, aber es geht ja. Das ist für mich so 3-4 Stück an. Lass dich nur nicht töten. Nee, ich doch nicht. Bisher bin ich noch nicht einmal gestorben hier. Super Zeit. Ey, dies hat sich im Geisterkerker zugetragen. Bei Nofika? Bei Nofika. Wer war dieser maskierte Magier und welche dunklen Ambitionen treiben ihn an? So viele Rätsel. Nun, ich werde die Antwort kaum alleine herausfinden. Ich muss diese Angelegenheit mit Galfried erörtern. Das wird schon ein wenig dauern. Dein Mut hat heute viel Leben gerettet, Abenteuerin. Dafür gebührt dir unsere tiefste Dankbarkeit. Kehre nach Gridania zurück und suche Mijun auf. Oh Gott. So. Machen wir, werden wir. Der wird dir in unserem Namen für deine Bemühungen danken. Sehr nett. Ja gut, dann werden wir einmal die Rückführung machen. Yep. Einmal nach Neugridania. Und in der Zeit kann ich einmal nochmal von meiner Pizza abbeißen. Ja, aber es gibt nichts Besseres als kalte Pizza. Oh Gott, kann echt nicht mehr reden. Ich esse Pizza Hawaii. Also Ananas und Schinken. Wird jetzt wahrscheinlich jeder sagen, bäh. Aber ich bin tatsächlich ein Fan von Pizza Hawaii.
Schick. Hm. Ja. Aber ich, ganz ehrlich, ich liebe Pizza Hawaii. Ich mag, glaube ich, fast jede Pizza außer Salami. Salami und Pepperoni mag ich nicht. Nee, mag ich auch. Ja, ich höre von vielen immer so, bäh, nee, Pizza Ananas ist widerlich. Aber ganz ehrlich, ich liebe es. Nicht mein Favorit, aber mag ich. Ja, mein Favorit ist eigentlich ja, ja gut, Schinkenpizza auf jeden Fall. Und Thunfisch esse ich noch gerne. Hähnchen-Gyros ist auch lecker. Savoy und Eistee-Zitrone-Club. Oh ja. Eistee-Zitrone. Sehr geil. Calzone schön saftig. Calzone hatte ich auch ewig nicht mehr. Habe ich früher immer gegessen, wenn ich mal in der Stadt war. Aber ja, kommt man ja nicht mehr hin. Das ist angemessen entgelt werden. Ja, sehr schön. Gib mir Money, Money. Ich lese jetzt gerade absichtlich mal nicht vor. Meine Stimme verabschiedet sich hier sonst gleich. Hier macht echt eine. Ja, ich habe hier noch keine gefunden, die wirklich gute machen. Also wir haben hier gute, ja, Pizzabäcker, sage ich jetzt mal. Aber Calzone hat bisher überall, ja, so semi-gut geschmeckt. Jetzt nicht so der große Bringer. So, haben wir irgendwas Neues bekommen? Ja, toll, jetzt kriegen wir hier das Level. Ist genau wie asiatisch. Wir haben hier einfach keinen guten Asiaten. Beziehungsweise die Asiaten, die liefern würden, die verlangen erstmal 60 bis 80 Euro. Oder einen Mindestbestellwert von 60 bis 80 Euro. Damit sie überhaupt zu einem liefern. Und die Lieferkosten betragen dann auch nochmal 10 bis 20 Euro. Das heißt, du bist da, musst fast 100 Euro ausgeben, um einmal dein chinesisches Essen hierher liefern zu lassen. 100 Euro. Ey. Ich weiß nicht, wer den Leuten ins Gehirn geschissen hat, aber ey. Ich will endlich was chinesisches essen. Aber ich muss alles selber machen. Aber das schmeckt bei mir halt nur halb so gut, als wenn ich das wirklich von einem waschechten Chinesen liefern lasse. So. Und vor allem für diesen Mindestbestellwert. Das sind 4 Tage Essen. Aber ich esse nicht 4 Tage hintereinander chinesisch. So lange hält es sich auch gar nicht. Das heißt, ich müsste das Essen auch noch einfrieren. Und danach schmeckt es nun mal beschissen, wenn ich es eingefroren habe und wieder auftaue. Nee. Einfach nur nein. Nein, 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 nein. Ich kann mir doch nicht 10, 20 Mal gebratene Nudeln oder Chop Suey oder sowas bestellen. Oder die komische Peking-Ente oder was weiß ich, was es da nicht noch alles gibt. Oh, oder selbstgemachte Frühlingsrollen. Ich liebe selbstgemachte Frühlingsrollen. Das Einzige, was wir hier haben, ist ein Thailänder. Aber Thailändisch ist was anderes als Chinesisch. Ich meine, Thailändisch ist Thailändisch, Chinesisch ist Chinesisch. Weil damit kam Frisches vor ein paar Wochen an und meinte so, ja, aber wir haben doch hier einen Thailänder. Ja, aber das ist nicht das Gleiche. Ein Thailänder bietet mir keine, bietet mir nicht das an, was ein Chinese mir anbietet. Weil es nur mal 2 verschiedene Essensarten sind. So. Das wäre ja, als wenn man Griechisch mit deutscher Küche vergleicht. Oder Äpfel mit Birnen.
Bier mit Sekt. Pferd und Löwe. Hund und Katze. Nee. Einfach nur nein. So. Dass du dich als Abenteurer gut entwickelst. Warte, was gibt es dafür? Es gibt eine neue Hose. Dann, wenn wir das hier abschließen. Ja, du hast ja schon einiges erlebt. Gefällst du dir in deiner Rolle als Wohltäterin Gdanias? Dann habe ich einen Vorschlag für dich, wie du dich weiter einbringen kannst. Im Südwesten des tiefen Waldes liegt Gut Zwieselgrund. Die Leute dort arbeiten hart und können deine Hilfe gebrauchen. Außerdem ist das Gut ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt mit einem Iteriten. Dort wirst du neue, wichtige Erfahrungen sammeln können. Gut Zwieselgrund liegt südwestlich des Blaudachs, der Blaudachspforte. In der Brücke wirst du schon den Iteriten sehen. Du kannst auch ganz einfach eine Linien-Schokobo nehmen. Der bringt dich schnell und sicher nach Zwieselgrund. Bei Singur kannst du einen Ritt auf einem Linien-Schokobo buchen. Glaub mir, komfortabler kann man nicht reisen. Wenn du angekommen bist, stell dich bei Kater vor. Oder Käfer. Sie verwaltet das Gut. Okay. So, hier haben wir Freibrief. Nehmen wir auch einmal an. Das lese ich aber auch mal wieder nicht vor. Warum auch? So, und irgendeinen Auftrag hatten wir hier noch. Das war der hier, glaube ich. Oder? Nee, doch. Den gehe ich da erstmal hin. Neue Hose. Ja. Ja, da hat Tim sich ja vorhin lautstark über meine Hose aufgeregt wurde. Vielleicht ist die nächste Hose ja besser. Aber ich laufe hier sicherlich nicht nackt rum. Warte mal. Das ist ein geiler Bogen. Den will ich haben. Ja. Kommst du, ich wurde aufgeregt. Nein, wurde es nicht. Definitiv nicht. Es gibt so viele andere Gründe, warum man sich hätte aufregen können, aber doch nicht wegen so einer blöden Hose, ey. So, dann einmal hier. Nein, was hat der denn auf dem Kopf? Oh. Das ist, ja, das ist doch ein bisschen sehr intim. Wir haben nichts gesehen. Wir haben nicht das Geringste gesehen. So, dass sie öffentlich machen. Ja, vielleicht wusste er auch einfach nicht, dass ich da gerade stehe. Er hat wahrscheinlich gedacht, er wäre unbeobachtet. So, also Linien-Schokobo, hä? Ja, dann nehmen wir doch mal ein Linien-Schokobo. Das ist doch der hier, ne? Ja. Linien-Schokobo. Okay. So. Einen Linie-Schokobo steigen. Ja, nach gut 4 Sekunden. Wird mir das auch wirklich angezeigt oder werde ich einfach nur dahin teleportiert? Wehe, ich werde nur hin teleportiert. Ja! Ich bin glücklich. Sogar mit dem Schokobo-Team.
Ja, sehr schön. Ja. So cool.